Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Tja, ihr Lieben, da sind wir wieder nach der Osterpause. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. 4 Minuten nur im Radio und dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Schön, dass ihr da seid. Nochmal die Telefonnummer, unter der ihr mich jetzt live hier in Köln im Studio erreichen könnt. 0800 5678 111. Und die Nummer hat Frank gewählt. Frank ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hi Jürgen. Hallo Frank, was ist dein Thema? Und zwar mein Thema ist, ich habe vor 3 Wochen auf meiner Arbeit, also ich arbeite als Discjockey, ja, eine ganz, ganz süße Maus kennengelernt. Aha. Und wir sind dann so gesehen auch zusammengekommen. Aha. Bloß die Sache ist, sie hat noch einen Freund, ja, mit dem sie zusammen wohnt. Wie lange schon? 4 Jahre. Oh, lange Beziehung. Ja. Wie alt ist sie? Sie ist 19. Ja. Ja, und jetzt ist eben die Sache, wir sind jetzt ungefähr so seit 4 Wochen. Also darf ihr Freund eben nicht wissen, dass sie sich mit mir trifft und überhaupt und so. Mhm. Und langsam drehe ich echt durch, weil ich langsam echt mal wissen möchte, für wen sie sich entscheidet. Verständlicherweise, ging mir genauso. Was sagt sie denn, wie ihre Gefühlswelt aussieht? Frank und der andere, wohin tendiert sie? Ja, so eine ganz lustige Sache. Wir waren auf dem Hamburger Dom, kennst du vielleicht? Ja, klar. Riesenvolksfest. Ja. Und sie hat mir gesagt, dass sie mich liebt. Mhm. 10 Minuten später ruft ihr noch Macker an. Mhm. Und dann hat sie ihm das Gleiche erzählt. Und dann war ich natürlich auch ein bisschen angefressen. Wie, in deiner Anwesenheit? In meiner Anwesenheit, das ist ja heftig. Das finde ich sehr heftig, auch, ja. Kann das sein, dass sie dich so ein bisschen einfach als Praline für nebenbei benutzt? Das kann und will ich mir eigentlich auch gar nicht vorstellen. Mhm. Mhm. Weil, wie reagiert sie denn darauf, dass du ein bisschen mehr Druck machst oder dass du unzufrieden bist? Ja, ich mache ja eben gar keinen Druck. Du machst gar nichts. Mhm. Ich meine, 4 Wochen ist ja noch relativ früh. Oder wenig. Das stimmt, und wenn ja die 4 Jahre zusammen sind, und das ist eine Beziehung, da war sie noch sehr jung, verlässt man auch nicht so ganz schnell. Das heißt, du müsstest ihr schon ein bisschen Luft lassen. Aber du musst ihr auch klar machen, dass du das auf Dauer natürlich nicht mitmachen kannst, so ein 5. Rad am Wagen zu sein. Ja, das ist richtig. Aber sie hat mir auch gerade einen Brief geschrieben, in dem steht, dass sie es eben ganz toll findet, dass ich ein Mensch bin, der einem anderen Menschen Zeit geben kann und ja, überhaupt und so. Ich meine, du musst, finde ich, schon jetzt sehr vorsichtig vorgehen. Ja. Ja, wirklich mit Geduld. Denn du kannst auch viel kaputt machen, wenn du jetzt zu massiv reagierst. Ja, wenn ich jetzt Druck mache, dass sie dann sagt, komm, ja, ja, egal und... Also wenn dir wirklich sehr viel an der Mädel gelegen ist und du die sehr lieb hast, dann muss ganz man... Toll. Oh ja, dann muss man auch mal ein bisschen warten können. Muss aber, man wohl, ne? Ja, aber das Problem ist immer so, den Punkt zu sehen oder zu setzen, jetzt reicht es, ne? Ich glaube, da kann man gar nicht so sagen, so ganz ja, allgemein nach einem halben ich Jahr. Ich frage dich, wo ist der Punkt? Wo ist er? Es gibt keine objektive Zahl. Nicht wirklich, ne? Nee, glaube ich nicht. Aber ich glaube, das Objektiv ist zu sagen, nach 4 Wochen ist es noch zu früh, das Mädchen richtig unter Druck zu setzen. Nach 4 Monaten kann man vielleicht schon ein bisschen ernster reden. So würde ich ja sehen. Aber das hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter. Ich weiß echt nicht. Nein, das heißt, dass du jetzt ein bisschen, nein, dass du ganz einfach im Moment diszipliniert bist und das so weiterlaufen lässt und dich erfreust an der Liebe. Und es erstmal erträgst, dass da noch jemand anderes ist und dass du nicht die Nummer 1 bist. So sollte es eigentlich weiterlaufen. Ja, du lachst, ne? Ja. Ja, die Alternative ist aber, die Alternative ist, Frank, dass sie alles hinschmeißt und sagt, okay, dann geht's halt nicht. Ja, und die Sache ist ja auch, ich habe dafür fast eine 3-jährige Beziehung aufs Spiel gesetzt von heute auf morgen. Ja gut, aber das kannst du nicht jetzt zurück einfordern nach dem Motto. Nee, gut, das ist richtig. Das ist ganz klar. Lasst euch und lasst der Kleinen ein bisschen Zeit. Und in 4 Wochen, nee, nicht in 4 Wochen, sondern in 4 Monaten unterhalten wir uns nochmal. Ja. Okay, Frank. Alles klar, Domian. Alles Gute. Und deine Sendung super, ne? Ich danke herzlich. Tschüss. Alles klar, ciao. So, ihr Lieben, jetzt schaltet sich gleich das Fernsehen dazu. Wir warten noch ein paar Sekunden und dann begrüßen wir mal die Nation und Österreich und die Schweiz und Holland und so weiter.
Ja, meine Lieben, ich freue mich sehr, dass ich wieder hier bin. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Ich hoffe, dass ihr auch zahlreich versammelt seid. Unsere kleine Osterpause ist vorbei und wir fangen in guter Tradition heute wieder an einem Montag mit einer freien Themennacht. Das heißt, ihr ruft mich an, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Evelyn, begrüße ich herzlich. Hallo. 23 Jahre alt. Stimmt, ne? Ja. Um was geht's, Evelyn? Es geht um den Tod unseres Kindes. Ich hatte im September schon mal angerufen. Ja? Sag mal ein paar Stichworte. Ich hab's im Moment nicht so auf dem Schirm. Bitte? Sag mal ein paar Stichworte zu deinem Anruf im November. Ich habe eine Frühgeburt, ja? Die unheimlich lang im Krankenhaus gelegen hat, zur damaligen Zeit 8 Monate. Ja. Auch unheimlich viele OPs gehabt hat. Nach wie vielen Monaten war das Kind geboren? Die war nach 3 Monaten geboren, 690 Gramm. Also im siebten Monat geboren, 690 Gramm. Im siebten Monat geboren, dritten geht nicht. Nee. Ja, im siebten Monat. Und die ist jetzt Freitag verstorben, nach 13,5 Monaten Krankenhaus. Ja, wir haben im November miteinander geredet. Ich erinnere mich jetzt nicht so ganz konkret, aber ich erinnere mich an das Grobe, dass das Kind sehr schwer... krank war, kann man sagen. Beschreib doch nochmal für die Leute, die sich da auch nicht so genau dran erinnern können oder damals nicht dabei waren, also, wie schwer das Kind erkrankt war. Also es fing an mit Darmproblemen, die sich aber dann auch geklärt haben, nachdem sie dann künstlichen Darmausgang gehabt hat, der auch wieder zurückverlegt worden ist. Hat wohl daraufhin wohl eine Bauchfellentzündung gekriegt und daraufhin ging es abwärts irgendwie. Aber dann auch immer wieder aufwärts. Total, weiß ich nicht, komisch gewesen bei ihr. Aber sie war die ganze Zeit im Krankenhaus. Du hattest die ganze Zeit. Nicht einmal zu Hause bei dir? Nee. Wie viel hat sie, du hast gerade gesagt, wie schwer war sie, als sie geboren wurde? 690 Gramm. 690 Gramm. Und hat sie zugelegt in den Sie hat jetzt knapp 8 Kilo gewogen. 8 Kilo. Wie oft warst du im Krankenhaus? Fast jeden Tag. Gab es denn mal so Momente, so oder vielleicht mal Tage sogar, wo sie ein bisschen fit war, dass du mit ihr spielen konntest? Oder? Wir waren sogar raus an der frischen Luft spazieren. Das ging sogar auch? Ja. Sie hatte einen Luftröhrenschnitt, hat dann so einen Aufsatz gekriegt, wo sie selber drüber atmen konnte. Mit einer Sauerstoffflasche unten runter und sind wir schon ein Stündchen oder so spazieren gewesen. Aber ist ja schon schlimm, wenn man allein das hört, was du jetzt die paar Beispiele, die du genannt hast, Luftröhrenschnitt, künstlicher Ausgang, Rippenfellentzündung, was so ein kleiner Wurm aushalten musste. Ja, war schon schwer. Was ist denn jetzt in den letzten Wochen passiert oder in den letzten Tagen, dass es dann zum Tod geführt hat? Also, es war eigentlich zuerst noch alles normal. Also wir sind Karfreitag noch raus an der frischen Luft gewesen. Und danach hat die Lunge irgendwie nicht mehr so mitgearbeitet. Aber das haben wir auch noch als normal empfunden, weil sowas hatte sie zwischendurch mal, dass sie beatmet werden musste vollständig. Ja. Da hat die sich aber immer wieder von erholt. Nur dann hat die Lunge wohl einen kompletten Aussetzer gehabt, dass die fast gar nicht mehr gearbeitet hat, dass die so 100% beatmet werden musste. Ja. Da sind wir aber auch noch mit klargekommen. Das hatte die auch schon mal, aber da hat die sich immer wieder von erholt. Aber sie hat sich diesmal davon nicht erholt. Nein, diesmal konnte das Herz das nicht mehr dann verkraften. Warst du dabei, als dein Kind? Ich hatte es auf dem Arm. Du hattest es auf dem Arm. Also sie war nicht angeschlossen an irgendwelche Gerätschaften? Doch. Aber dennoch konntest du sie auf den Arm nehmen. Sie war noch komplett an der Lungenmaschine angeschlossen. Hat es auf dem Arm, das ging aber dann relativ schnell auf dem Arm, eine halbe Stunde oder so hatte ich sie dann noch auf dem Arm. Als du sie auf dem Arm hattest, hattest du da schon die Sorge, sie könnte versterben? Oder war das fast schon ein normaler Vorgang für dich, sie so auch verbunden mit der Maschine auf dem Arm zu haben? Also man hat so gegen Mittag gesagt, dass sie nicht mehr lange macht. Die Ärzte konnten dann aber nicht konkret sagen, ob es noch Tage dauert. Wir haben dann schon geplant, auch die Nacht dann da zu bleiben. Haben sie dann auch nottaufen lassen. Ja, und dann morgens hat sie eigentlich noch gespielt, normal im Bett. Ja, und dann ist sie gestorben in deinen Armen. Ja. Sie hat einfach aufgehört zu atmen. Oder das Herz hat aufgehört zu schlagen. Das Herz hat aufgehört zu schlagen. Wie alt ist sie jetzt ganz genau geworden? 13,5 Monate. 13,5 Monate. Sie ist am 13.02.2001 geboren und jetzt am 5.04. gestorben. Was
ist dann passiert? Dann hattest du dein Kind tot auf dem Arm. Dann habe ich erstmal die von den ganzen Elektroden befreit. Weil ich denke, wenn es noch ein Leben nach dem Tod gehen soll, dieses Sie ist ohne Elektroden, Monitore und Schläuche verbringen. War dein Freund oder dein Mann auch dabei? Mein Mann war auch dabei. Der war auch dabei. Das heißt, ihr habt beide wirklich Abschied nehmen können von eurem Kind. Mir ging es eigentlich zu schnell. Nun hat dieses kleine Kind, Evelyn, in seiner kurzen Lebenszeit ja sehr, sehr viel gelitten und sehr viel Schmerzen ertragen müssen. Gab es schon auch so Gefühle in dir, dass du dachtest, es ist zwar sehr, sehr traurig, aber eigentlich ist es gut, wenn sie davon erlöst wird? So denke ich jetzt. Aber wiederum wünsche ich mir jetzt auch dieses Düsseldorf zurück, weil demnächst habe ich nur noch einen Friedhof. Hatten die Ärzte eigentlich während des Krankheitsverlaufes euch irgendwann mal eine Hoffnung gemacht, das könnte sein, dass sie es ganz schafft und ganz normal gesund wird und erwachsen werden kann? Also, man hat damit gerechnet, dass es wahrscheinlich schaffen wird, weil sie hat auch immer wieder ihren Willen gezeigt. Sie war stark und hat sich immer wieder aufgerappelt. Da hat auch jetzt irgendwie jetzt keiner mehr mit gerechnet, weil man hat damit gerechnet nach irgendwelchen OPs oder so. Es ging jetzt irgendwie ganz plötzlich. Ja. Sie ist genau verstorben, wann? Um 10 vor 11, circa Freitagabend. 10 vor 11. Das heißt, die Beisetzung hat noch nicht stattgefunden? Nee, die ist Mittwoch. Hast du Angst davor? Ja, klar. Ich war heute auch in der Leichenhalle. Die ist heute Morgen von Düsseldorf überführt worden, bis hierhin. Ja. Hast du sie dir in der Leichenhalle nochmal angeschaut? Ja, klar. Ja. Hab ihr noch ein Kettchen angelegt, so ein Armbändchen. Was hast du ihr oder was hat man ihr angezogen? Ich hatte ihr vorher für die Taufe was angezogen und das hat sie dann auch anbehalten. Sieht sie denn sehr friedlich aus, als würde sie schlafen? Ja, ja, was mich wohl erschreckt hat, ich habe sie zur Hornhautspende freigegeben. Dass da wohl ein kleiner Bluterguss war, aber das war nicht so schlimm, dass anderen Kindern oder Erwachsenen mitgeholfen. Also Hornhautspende heißt, dass die Hornhaut der Augen entnommen wird, ne? Ja, genau. Ja. Andere Organspende durfte man nicht, hätte ich aber sonst auch gemacht. Ja. Wie hast du oder wie habt ihr denn jetzt diese Trauerfeier vor zu begehen? Habt ihr etwas Besonderes geplant? Nee, einfach nur eine normale Trauerfeier und danach treffen wir uns nur im kleinen Familienkreis. Ich möchte kein Beerdigungscafé oder so. Wir haben auch nichts jetzt irgendwie Trauerkärtchen oder sonst irgendwas. Ja. Das war dein erstes Kind, ne? Ja. Ja. Das waren wahrscheinlich die schwersten Monate deines Lebens, ne? Die du jetzt hinter dir hast. Weiß ich nicht. Ich habe mich aber auch immer wieder an ihr erfreut. War eigentlich, die Station war auch eigentlich super. Kann ich nichts. Und man hat uns da auch alle Möglichkeiten gelassen. Sie hatte Spielzeug. Wir konnten mit ihr spazieren gehen. Ich kann mir das vorstellen, obwohl ich keine Kinder habe. Aber dass, selbst wenn alles so schwierig war und so traurig, man doch sehr, sehr eine große Bindung an sein Kind bekommen hat und auch die schönen Momente sehr genossen hat. Genau. Und ich habe immer auch wieder positiv gedacht. Ich habe auch an dem Freitag noch gedacht, wie Donnerstag war eigentlich so, dass sie wohl auch auf 100% Beatmung war. Und dann bin ich dann daraufhin am Freitag da mit meiner Mutter hingefahren. Und dann lag sie wieder im Bett und war am Spielen und tat so, als wenn nie was gewesen wäre. Und dann habe ich schon wieder gedacht, weil das war öfters so, dass ich mir Sorgen gemacht habe, nach Hause gefahren bin, die Nacht nicht schlafen konnte. Am nächsten Tag kam ich an, da macht die der Heidewitzka im Bett. Ja. Ich glaube, wir haben noch gar nicht ihren Namen genannt. Michelle. Mir tut es sehr, sehr leid, dass eure Michelle gestorben ist, Evelyn. Sehr leid. Müssen wir jetzt verkraften. Ja, ich werde mich jetzt erstmal wieder Arbeit suchen. Ja. Und ich wünsche euch, dass ihr einen guten Abschied noch nehmen könnt bei der Trauerfeier. Und den Gedanken wirst du ja sowieso ständig bei ihr sein. Und das Abschied nehmen wird ja sowieso noch sehr, sehr lange dauern. Müssen wir durch. Ja. Leben geht weiter. Ja. Egal wie. Herzliche Grüße auch an deinen Mann von mir. Mache ich. Und für euch von mir. Alles Liebe und alles Gute. Auf Wiederhören, Evelyn. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111.
Das hier ist eine Live-Telefon-Talkshow und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, könnt ihr das tun, ganz egal über was. Ruft mich ganz einfach an. Das ist eine freie Telefonnummer, das heißt, die kostet nichts. Das ist kostenfrei für euch. Oder ihr könnt mir auch faxen, 0800 5678 110. Wie zum Beispiel Veronika. Veronika, das war ein Begrüßungsfax gerade, die schreibt, Hi Domian, ich freue mich schon den ganzen Tag, weil du heute Nacht wieder für uns da bist. Ich wünsche dir alles Liebe und drück dich in Gedanken ganz doll. Groß Veronika, sehr nett, ich drück mal zurück. Ja, und dann habe ich einen Fax noch bekommen von Sandra. Sandra schreibt, Hallo Domian, und zwar hast du ja Bücher rausgebracht. Könntest du vielleicht heute Abend mal sagen, wo man sie bekommt und wie sie genau heißen? Also man bekommt sie in jeder Buchhandlung und ich sage ganz einfach mal die Titel. Einmal Extreme Leben, dann heißt ein Buch, das zusammen mit Hella von Sinnen entstanden ist, Jenseits der Scham. Und das letzte ist so ein 8-Fan-Projekt, das trägt allein den Titel Domian. Und wenn ihr daran interessiert seid, also in jedem Buchhandel kann man das erwerben. Monika, 37 Jahre alt, ich grüße dich ganz herzlich. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Monika, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass meine Tochter verschwunden ist, seit gestern Mittag. Wie alt ist sie? 15 geworden. Vor einer Woche. Ja, seit gestern Mittag. Wann hast du sie denn das letzte Mal gesehen? Genau in welchem Zusammenhang? Es war so, dass sie nach dem Aufstehen hier gefrühstückt hat zu Hause und wollte nicht mit. Wir wollten was unternehmen. Mein Partner, meine kleine Tochter und ich. Und sie meinte, sie wollte mit ihren Freunden sich treffen. Und ja, und so sind wir auseinandergegangen, gestern Mittag gegen 14 Uhr. Ja, und sie sollte eigentlich normalerweise abends irgendwann zurückkommen. Ganz genau, ja. Wir hatten uns so vereinbart, dass wir uns zum Abendessen treffen. Mhm. Und sie ist also nicht zum Abendessen erschienen, auch später nicht in der Schule heute. Und sie ist noch Schülerin. Ja. Ja. Wann hast du, oder hast du schon Alarm geschlagen? Hast du die Polizei benachrichtigt? Ja. Ja. Wann? Heute Morgen? Wir haben noch ein bisschen gewartet. Wir haben also überall rund telefoniert. Wir haben in der Schule Alarm geschlagen. Mhm. Und wir sind so nach 17.30 Uhr sind wir dann los zur Polizei. Mhm. Wir hatten uns da erstmal schlau gemacht, wo man überhaupt hin muss. Nun ist das ja, ich sag mal in Anführungszeichen, erst ein Tag. Mhm. Nimmt die Polizei das ernst nach einem Tag oder sagen die, nee, das muss länger sein? Ja, die nehmen das schon ernst, aber unternehmen halt noch nicht viel. Mhm. Die haben gesagt, morgen wird dann mehr unternommen, da werden dann die Streifen losgeschickt. Mhm. Und wie heißt deine Tochter? Meine Tochter heißt Rebecca. Rebecca. Mhm. Hast du irgendeine Ahnung, irgendwas, dass sie Probleme hatte, dass sie vielleicht unglücklich verliebt ist? Irgendeinen Anhaltspunkt, wo du sagst, da könnte eine Spur liegen, in die Richtung könnte es gehen? Ja, kleine Anhaltspunkte. Also unglücklich verliebt eventuell, aber naja, in dem Alter, ne, ist es auch noch nicht so wild mit der Liebe bestimmt. Aber ich denke mir, sie wird sich irgendwo verrannt haben, irgendwo sein, dass sie jemand Neuen kennengelernt hat oder neue Leute kennengelernt hat. Also du hast weniger Angst, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, als dass... Ja, also ich versuche mich da... So reinzudenken in die Richtung. Ja. Wie war denn euer Verhältnis? Oder wie ist denn euer Verhältnis? Ja. Also dein Verhältnis zu deiner Tochter? Also eigentlich ist unser Verhältnis ziemlich gut. Wir sind ziemlich offen zueinander. Und da gibt es einen Stiefvater in der Familie. Also dein Stiefvater in dem Sinne, also Rebeccas Vater ist schon über 10 Jahre verstorben. Ja. Und du hast einen neuen Partner. Partner, ne? Wir sind über 7 Jahre, also 7 Jahre jetzt zusammen. Und wie kommt sie mit dem klar? Mit dem kommt sie super klar. Also eigentlich kann man sagen, dass die familiären Verhältnisse in Ordnung sind. Die familiären Verhältnisse. Abgesehen von kleinen Reibereien, die immer mal vorkommen. Ja, genau. Ganz genau. Hat sie in der Schule Probleme? Nee. Auch nicht? Also in der Schule überhaupt nicht. Sie hat die Schule gewechselt. Das heißt, hier vom Gymnasium auf die Realschule. Mhm.
Sie hat also jetzt keine Probleme mehr, sie ist ziemlich gut in der Schule. Hast du schon alle möglichen Freunde angetroffen? Ja, alle, genau. Die du kennst. Alle möglichen. Aber nun hast du gerade gesagt, ich könnte mir vorstellen, sie hat sich da in irgendetwas hinein verrannt. Ja, aber ist, was? Was könnte Rebecca das sein? Rebecca ist ziemlich neugierig, sie ist ja, sie ist ziemlich offen für alles. Ich denke mir, sie hat vielleicht irgendwo sich verabredet, also wir wissen ja nicht, ne, wie sie sich verabredet hatte. Und hat vielleicht neue Leute kennengelernt und irgendwas erlebt und jetzt traut sie sich nicht mehr nach Hause, weil sie vielleicht ein bisschen spät dran ist, ne? Verpennt, die Schule verpennt. Nun besteht ja vielleicht die Möglichkeit, ich weiß es nicht, die Chance ist gering, aber immerhin besteht die Möglichkeit, dass Rebecca, wo immer sie sich aufhält, uns jetzt hört oder da sieht. Möchtest du denn direkt an die Rebecca ein paar Worte richten? Ja, gerne. Ja, dann leg mal los, Monika. Ja, ja, Rebecca, also wir suchen dich und wir möchten eigentlich nur, dass du wieder nach Hause kommst. Du weißt ganz genau, egal was los war, was du jetzt erlebst, wir helfen dir. Wir stehen dir bei und auf keinen Fall bekommst du irgendwie Ärger. Ist sicher ganz wichtig zu sagen, dass es kein Donnerwetter gibt. Nee. Egal, was ihr angestellt habt. Ja. Ihr steht zu ihr. Auf alle Fälle. Und werdet auch versuchen, das gemeinsam auszubaden, falls es irgendwas Schlimmes ist. Auf irgendwas alle Kompliziertes. Fälle. Ja. 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 Die Chance ist gering, aber es kann ja sein, dass sie vielleicht doch wirklich die Sendung hört. Ja. Und wir wollen sehr hoffen, dass sie kein Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Ja, das. Sondern einfach nur irgendwas passiert ist, was vielen Jugendlichen mal so passiert. Daran halte ich mich fest. Also ich möchte diesen Gedanken gar nicht weiterführen. Ich würde mal sagen, Monika, wir bleiben in Kontakt. Wir telefonieren die Woche nochmal miteinander. Ja, gerne. Und dann erzählst du uns, was passiert ist. Ich hoffe, dass Rebecca dann wieder zurück ist und was geschehen ist, okay? Ja, natürlich. Das geht so, wir haben ja deine Telefonnummer, dann ruft mein Redakteur, ruft dich dann wieder an. Jo, danke. Wir drücken die Daumen, dass Rebecca sich meldet. Jo, danke dir. Alles Gute. Jo. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht und das heißt, dass ihr mich anrufen könnt, einfach so, wenn ihr Lust habt, mich anzurufen. Oder wenn es auch ernst ist und wenn es um ernste Themen geht. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt unser Thema, ich bin etwas Besonderes. Und folglich möchte ich mit Menschen reden, die von sich glauben oder meinen, fest überzeugt sind, etwas Besonderes zu sein. Also die vielleicht besondere Fähigkeiten haben. Nennen wir erstmal als Beispiel übersinnliche Fähigkeiten. Oder die eine unter Umständen sehr ungewöhnliche Krankheit haben. Oder Leute, die von sich sagen, ich bin ein Narzisst. Ich liebe mich. Ich finde mich unglaublich erotisch. Wenn ich mich im Spiegel anschaue, dann denke ich, das ist der Mensch fürs Leben. Ich bin meine größte Liebe. Also mit so jemandem würde ich gerne morgen reden. Oder vielleicht mit jemandem, der einen besonderen Beruf hat. Oder vielleicht auch mit jemandem, der alt ist, der sagt, ich bin alt, ich habe ein stolzes Alter, aber ich mache für mein Alter noch etwas ganz Ungewöhnliches. Und daher bin ich ein besonderer Mensch. Also morgen heißt unser Thema, ich bin etwas Besonderes. Sandra begrüße ich herzlich. 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sandra. Hi. Ja, dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt anfangen soll. Ich kenne relativ viele Mütter, die junge Mütter geworden sind und die einfach nur vom Sozialamt leben. Mhm. Und nicht eigenständig ihr Geld verdienen. Und das finde ich eigentlich recht schlimm. Mhm. Das ärgert dich. Ja. Was machst du denn? Ich mache Catering-Service. Catering-Service, das heißt, du trägst schön gemachte kalte Platten und so etwas zu Leuten ins Haus, die Feierlichkeiten haben und so weiter. Zum Beispiel. Beziehungsweise organisiere das auch, mach die Halle, den Servicebereich, alles. Ist viel Arbeit, ne? Hängt da dran. Ja, auch, also viel Planung halt. Ja. Hm? Bist du denn auch eine junge Mutter? Ich bin auch eine junge Mutter. Du bist auch eine junge Mutter. Wie alt ist dein Kind? Dreieinhalb. Und wie lange bist du jetzt schon wieder berufstätig, seitdem das Kind auf der Welt ist? Dreieinhalb ist er jetzt, seit 3 Monaten und, 3 Jahren und 2 Monaten. Ach, dann bist du also relativ schnell in den Beruf wieder reingegangen? Ja. Problemlos? Problemlos. Ich habe vorher nicht gearbeitet gehabt, habe mir aber gleich was gesucht, weil ich der Meinung war, ja, ich muss mein Kind auch irgendwie ernähren. Ich kann das nicht einfach beim Staat lassen. Wo ist denn der Erzeuger des Kindes? Der war die ersten 2 Jahre noch da. Ist jetzt nicht mehr da, aber ist für seinen Sohn auf jeden Fall noch. Er ist für seinen Sohn noch da? Ja. Ja, das ist ja schon mal ganz wichtig. Was machst du denn mit dem Kind, während du arbeitest? Wo ist er? Wo ist der Kleine?
Also ich sag mal, wenn ich so arbeite, mir halt Hallen anschaue oder wie auch immer, dann kommt er mit. Mhm. Das möchte er auch. Das geht also bei deinem Beruf. Das kann man natürlich nicht immer, ne? Ja, natürlich. In jedem Beruf. Das geht bei dir. Ja, ich meine, am Anfang war es natürlich schwer. Irgendwann musste ich ihm erklären, warum. Mhm. Und ich habe es ihm halt einfach erklärt, wenn ich nicht arbeiten gehe, dann kriegt er halt, kann er kein Obst haben. Oder? Gibt's keine Leckereien, ne? Genau. Auf was steht er so am meisten in dem Alter? Obst. Obst. Ohne Ende. Das ist doch wunderbar. Also ich in dem Alter habe, glaube ich, nur Süßigkeiten gewollt. Ne? Also Obst ist auch ein gesunder, properer Bursche wahrscheinlich. Ne? Ja, sehr aktiv, ja. Also ja. Wenn die Mama, du hast gesagt, wenn die Mama nicht arbeiten gibt's auch keine leckeren Erdbeeren oder so. Ja, genau. Und da hat er gesagt, okay, Mama, arbeiten oder so. Ja, und dann muss er auch fleißig mitarbeiten. Wie mitarbeiten? Er will immer mitarbeiten, wenn wir ja Tische dekorieren oder... Aber du hast ihn nicht die ganze Zeit dabei, das geht nicht. Nee, weil die meisten Veranstaltungen sind dann auch abends. Mhm. Und dann, was passiert dann mit dem Jungen? Also wenn es abends ist, ich versuche die Veranstaltung so zu legen, dass sie halt abends sind, wenn er schläft. Und halt größtenteils. Und lässt ihn alleine dann? Nee, auf gar keinen Fall. Also da ist ein Babysitter da, beziehungsweise die Nachbarin halt mit dem Babyfon. Also darauf wollte ich hinaus, da ist auf jeden Fall dann irgendjemand, der sich um den Kleinen kümmert. Ja, natürlich. Jetzt hast du gerade angerufen und hast gesagt, mein Thema ist, dass so viele junge Mütter, alleinerziehende Mütter oder sogar Mütter, die halt in Beziehung sind, nicht arbeiten gehen und vom Sozialamt leben. Mhm. Dass dich das so sehr ärgert. Ja. Du kennst eine ganze Menge, sagst du. Ja, halt aus dem Kindergarten. Warum ärgert dich das so? Du könntest ja auch sagen, okay, komm, ist deren Bier, ich mach mein Ding so, die sollen das so machen. Also ich sag mal ganz einfach, wenn man das so hört, dann kommt irgendeine Mutter her und sagt, ich habe jetzt wieder Bekleidungsgeld gekriegt oder ich habe dieses Geld gekriegt und jenes. Und dann überlege ich mir, mein Gott, man muss doch selber dafür arbeiten gehen. Man muss doch irgendwo, man hat doch zwei gesunde Hände und... Noch schlimmer, Sandra, du gehst dafür arbeiten, dass die Frau ihr Bekleidungsgeld vom Sozialamt abholt. Genau. Ne, so ist es. Eben. Und das macht den Ärger aus, wenn man arbeitet, dass man denkt, ich fütter so viele durch, die eigentlich selbst auch arbeiten könnten. Eben. Ne, das ist ja. Also sag mal, zum Sozialamt sollten wirklich die Leute gehen, die nicht arbeiten können. Die es wirklich brauchen. Ne, eben. Natürlich, ja. Dafür soll es da sein. Und wenn man sich das heute so anschaut, ich finde es ganz einfach schlimm. Vor allen Dingen, manch ein Sozialhilfeempfänger in Anführungsstrichen kann sich mehr leisten wie unser eins. Das ist in der Tat wahr, dass wenn die alles Mögliche zusammenziehen an Geldern, die ihnen sogar gesetzlich zustehen, dass sie da auf höhere Summen kommen, als wenn manch einer an der Kasse sitzt im Supermarkt oder halt einen ganz normalen Job hat. Ja. Was sagst du denn dann solchen Frauen, wenn du mit solchen redest? Kommt es da offen zum Streit oder denkst du, na was soll's, ich komm mit denen nie auf eine Ebene? Nee, zum Streit nicht, aber wenn so ein Spruch kommt, ich habe Bekleidungsgeld bekommen und dann sage ich halt, ja, ich musste dann arbeiten, dann kann mein Kind auch neue Schuhe bekommen. Also ich sag schon ehrlich meine Meinung, ich breche da aber keinen Streit vom Zaun. Also das Schlimme ist, also gut ist, finde ich, um das mal zuerst zu sagen, dass in der letzten Zeit dieses Thema immer mehr an die Öffentlichkeit kommt. Ne, früher durfte man es ja kaum aussprechen und wenn man es ausgesprochen hätte, wäre man gleich beschimpft worden von allen Seiten. Aber es wird immer mehr darüber geredet. Das ist schon mal ganz gut. Aber solange dieses auf dem Boden des Gesetzes stattfindet, kann man ja nichts dagegen unternehmen. Ne? Niemand kann da was gegen unternehmen. Also ich sag mal, eine Mutter, die meistens alleinerziehend ist und dann nicht arbeiten geht, kann ich verstehen bis zu den ersten 3 Jahren. Aber wenn das Kind in den Kindergarten kommt, dann kann die Mutter vormittags arbeiten gehen. Und wenn sie da keinen Beruf meinetwegen kriegt oder keine Arbeit kriegt, dann kann sie Sozialdienststunden leisten oder sonstiges. Ich sehe es genau wie du. Ich hatte vor ein paar Wochen, das ist noch gar nicht so lange her, einen Fall hier von einer jungen Frau, die auch nur von Sozialhilfe lebte und die auch ganz selbstbewusst sagte, nein, ich denke gar nicht daran, arbeiten zu gehen. Sie sei neulich zum Sozialamt gegangen und hätte denen erzählt, sie brauchte einen neuen Fernseher, obwohl ihr Fernseher noch in Ordnung ist. Und da hat das Sozialamt ihr ein paar hundert Euro hingelegt und dann sagte sie ganz frech, na, da bin ich gegangen und habe mir ein paar tolle CDs dafür gekauft. Das finde ich schlimm. Es ist unglaublich, ja. Es ist wirklich unglaublich. Also, und wenn mein Fernseher kaputt geht, da muss ich aber ein paar Wochen drauf schauen. So ist das, ganz genau. Ja, schön, dass du angerufen hast. Schön, dass du so eine fleißige Frau bist. Das finde ich sehr löblich. Ja, in der Tat, das finde ich schon ganz toll. Und hoffen wir, dass dieses Thema immer wieder und immer mehr in die Öffentlichkeit kommt, damit so die Maden im Speck raussortiert werden und das Geld wirklich an die kommt, die wirklich bedürftig sind. Auf jeden Fall. So wollen wir es ja alle. Alles Gute, Sandra. Gut. Auf Wiederhören. Und tschüss. Mach weiter so. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 1:29:47, wir machen eine ganz kleine Pause.
hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian, heute Nacht freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Morgen haben wir eine feste Themennacht und da heißt das Thema, ich bin etwas Besonderes. Ich möchte mit all denen von euch reden, oder mit vielen von euch, die durchkommen, die sagen, ich bin etwas Besonderes. Und dann frage ich, warum seid ihr etwas Besonderes? Und dann will ich interessante Antworten hören. Vielleicht, weil ihr Fähigkeiten habt, vielleicht, weil ihr eine Krankheit, eine ganz ungewöhnliche Krankheit habt, weil ihr einen verrückten, schrägen Beruf habt, weil ihr verrückte Dinge tut, die normalerweise Menschen nicht so tun. Oder weil ihr vielleicht ganz überzeugte Narzissten seid und sagt, ich bin der Gegenstand meiner Liebe und auch meiner eigenen Erotik. Das sind die Menschen, mit denen ich morgen gerne reden möchte. Jetzt rede ich erstmal sehr gerne mit Judith. Judith ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Judith, was ist dein Thema? Magersucht. Magersucht. Seit wann bist du magersüchtig? Ich bin angefangen hatte mit 14. Judith, gehst du noch ein bisschen näher an den Telefon? So besser? Klingt nicht so gut. Ich glaube ja. Ne? Mit 17 hat es angefangen. Du bist jetzt 30. Und ich war dann auch mit 19 in der Therapie. Stationär 3 Monate lang. Dann war es auch besser. Dann war jahrelang nichts gewesen. Ich habe mit Anfang 20 meine kleine Tochter gekriegt, geheiratet. Und jetzt haben sich die letzten Jahre in der Ehe halt sehr massive Probleme eingestellt. Dass mein Mann mich geschlagen hat. Und ich wollte immer gerne arbeiten gehen. Ja. Und mein Mann wollte das nicht. Er wollte, dass ich für die Kleine zu Hause bei der Kleinen bleibe halt. Und ich war halt absolut von ihm abhängig gewesen. Also ich durfte keine Freunde haben. Ich war nicht mal so eben, wenn ich was für die Kleine brauchte oder für mich brauchte, dass ich ans Konto gehen konnte und mir das Geld holen konnte, sondern es waren lange Debatten für, wenn ich mal 10 Mark brauchte, für irgendwie der Kleinen was Bestimmtes zu essen zu holen oder so. Es war so lange Diskussion und irgendwann habe ich es nicht mehr aufgehalten und bin jetzt im Juni letzten Jahres halt von zu Hause abgehauen mit der Kleinen. Ja. In der Nacht- und Nebelaktion erstmal zu meinem Bruder für 2 Monate und... Wo lebst du heute? Heute lebe ich in einer eigenen Wohnung mit meiner kleinen Tochter zusammen. Ja, und wirst du von deinem ehemaligen Mann in Ruhe gelassen? Das ist eben das Problem. Er hat alles Mögliche hat angestellt, mir nachzusagen, um mir so nachzusagen, halt, dass ich nicht in der Lage bin, die Kleine zu versorgen, dass ich eine schlechte Mutter bin, dass ich ein Flittchen bin, dass ich mit jedem Mann ins Bett hüpfe, dass ist, kleine, ist er damit durchgekommen? Nein, also es hat meinen Ruf im Bekanntenkreis natürlich sehr geschädigt. Aber du darfst die, also vom Gesetz her darfst du die Kleine behalten? Und die Kleine ist bei mir. Ja, und das ist auch alles... Die möchte auch mittlerweile absolut keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater. Und durch den ganzen Stress halt bin ich wieder voll in die Magersucht reingerutscht. Ja, das ist dann aber auch sehr verständlich. Du hast deinen Krankheitsverlauf ja so beschrieben, dass es zwischendurch mal gut ging und dass die Magersucht quasi zum Stillstand gekommen ist und dann durch den Stress in der Ehe und jetzt den Endstress, wahrscheinlich ist es alles wieder ausgebrochen. Jetzt bist du seit Juni letzten Jahres von deinem Partner getrennt, wohnst jetzt alleine mit deiner kleinen Tochter. Wie sieht denn aktuell deine Magersucht aus? Wie viel nimmst du pro Tag zu dir? Ich esse praktisch gar nichts mehr. Gar nicht. Ich kann auch nicht mehr essen. Trinkst du? Ja, sehr viel. Seit wann isst du nichts mehr? Seit 2 Monaten ungefähr. Und sobald ich versuche, was zu essen, kommt es entweder, also entweder muss ich sofort zur Toilette und muss halt ein Geschäft machen oder ich muss mich übergeben. Aber es ist keine Bulimie. Nein, nein. Also ich stecke nicht den Finger in den Hals. Das ist nur eine Reaktion des Körpers, er will nichts haben. Ist das sogar so, wenn du was ganz Leichtes isst, also beispielsweise nur einen Joghurt, musst du den dann auch erbrechen? Ja. Auch. Wie groß bist du und wie viel wiegst du? Ich bin 1,60 groß ungefähr und wiege 35 Kilo. Da stellt sich ja die Frage, wie lange du das überhaupt noch aushältst und schaffst, wie lange du noch Energien zum Leben hast. Fällt dir denn der normale Alltag nicht schon äußerst schwer? Ziemlich schwer, ja. Weil meine Tochter, die ist ziemlich mobil, die ist auch ziemlich intelligent und die kriegt das natürlich auch mit. Und die will natürlich auch ihre
ihre Beschäftigung haben, ihre Ansprache haben. Aber wenn du seit 2 Monaten so gut wie nichts mehr isst, ist auf 35 Kilo, sagst du, ne? Ja. 35 Kilo herab runtergemagert bist, ist ja alle Warnsignale sind ja eingeschaltet. Was gedenkst du zu tun? Ich habe halt mit meiner Mutter drüber gesprochen, aber sie hat nur gesagt, halt, ich soll auf jeden Fall zum Arzt gehen. Und sie sagte ihm dann halt, dass ich eventuell dann halt ins Krankenhaus müsste, dass ich künstlich ernährt werde. Nur davor habe ich unheimliche Angst, weil wenn das mein Ex rauskriegt, wird er mir das so drehen, dass ich nicht in der Lage bin, das Kind vor Aber Judith, du musst weiterdenken. Wenn du jetzt nichts machst, wirst du in absehbarer Zeit kollabieren oder du wirst bewusstlos in deiner Wohnung liegen. Und dann sind die Argumente für deinen Mann noch viel gravierender, als wenn du jetzt die Notbremse ziehst und für eine Selbsthilfe sorgst. Um es ganz drastisch zu sagen, wenn du so weitermachst, wie du jetzt drauf bist, wirst du sterben. Du wirst sterben. Und du hast ein Kind, was du sehr liebst. Und du musst jetzt alles unternehmen, um dein eigenes Leben zu retten und zu stabilisieren. Für dein Kind auch. Und dann musst du dafür sorgen, dass das Kind zu deiner Mutter kommt so lange oder dass eine ordentliche Regelung gefunden wird. Aber du musst in eine Klinik, du musst ins Krankenhaus und so schnell wie möglich. Ich wundere mich, dass du das selbst nicht so in der Dramatik siehst. Du bist eine 30-jährige Frau und hast dich wahrscheinlich auch mit dem Phänomen sehr beschäftigt, der Magersucht, wenn du dich schon so lange damit herumschlägst. Wir sind zwei gespalten. Da bin ich irgendwo total gespalten. Einerseits möchte ich gesund werden für meine Tochter, weil ich sie über alles liebe. Ja. Und einerseits ist dann das sehr zerstörende, sehr zerstörerische, dass ich so sage, scheißegal, ja, dann bist du eben tot. Ja, das ist sicherlich noch einfacher zu denken, wenn man alleine ist. Aber du hast nun mal die Tochter und du sagst, dass du die Tochter über alles liebst und du trägst die große Verantwortung für die Tochter. Es ist so wichtig, dass dieses Mädchen bei dir aufwächst. Wenn der Mann so ist, wie du ihn gerade geschildert hast, fände ich es nicht gut, wenn das Mädchen bei ihm wäre. Nein. So. Daher musst du doch alles unternehmen, dass du wieder auf die Beine kommst. Und wenn du es dir selbst so rechtfertigst, dass du es nur für das Kind tust. Du wirst nicht mehr so, wie du jetzt existierst, existieren können. Glaub's mir, Judith. Du kriegst einen Totalzusammenbruch und dann ist alles erstmal hochgradig gefährlich. Ich finde, dass du in eine gute stationäre Behandlung musst und dass das Ganze parallel mit einer guten Psychotherapie begleitet werden muss. Damit du auch seelisch stabil wirst. Es geht ja nicht nur um die pure Nahrungsaufnahme, sondern dass du seelisch auch ins Lot gerätst. Ne? Dieses Selbstzerstörerische hat ja seine Ursachen und die müssen ja gefunden werden. Jetzt würde ich gerne, dass du mit meinem Psychologen ein paar Worte redest. Nämlich auch im Hinblick darauf, dass er dir ganz konkrete Tipps gibt, wo in deiner Umgebung eine gute psychosomatische Klinik für essgestörte Menschen ist, zum Beispiel. Und dann bitte ich dich ganz herzlich, so schnell wie möglich alles in Bewegung zu setzen, dass du ins Krankenhaus kommst. Ja. Denke an dein Kind, denk an deine Tochter. Judith, du legst bitte auf und der Peter, das ist mein Psychologe heute Nacht, ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Ralf, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Hallo, Ralf. Oh, schön, dass ich auch mal hier live erlebe. Ja. Der Judith kann ich nur einen Tipp geben. Dieses Problem hatte ich vor ein paar Jahren. Also es gibt Kliniken, wo man auch das Kind mitnehmen kann. Du warst, das ist schon mal ein sehr guter Tipp, das wird der Peter ihr auch gleich sagen. Du warst als Mann magersüchtig. Nein. Also ein ganz anderes Thema. Ich habe ein Problem, da mein Vater vor jetzt knappe 3 Jahren, vor 3 Jahren gestorben ist. Ralf, kurze Frage nur. Ich will das auch gar nicht vertiefen. Ich wollte dich nur fragen, warst du mal magersüchtig irgendwann? Ja.
Ah ja, dann, ich frage, weil es ja ungewöhnlich ist, dass Männer das sind. In der Regel sind es Frauen und... Männer, also von 105 Kilo auf 55 Kilo. Ah ja. Innerhalb von 6 Monaten. Okay, das vertiefen wir jetzt nicht. Jetzt kommen wir zu dem Thema, über das du gerne reden möchtest. Ja, genau. Also ich war aus psychologischen Behandlungen raus und war auch alles Palette wieder zu Hause mit Frau und sowas. Und plötzlich kriegt man einen Anruf, ihr Vater, also mein Vater, ging es ziemlich dreckig und sie sollten bitte kommen, sofort kommen, da sie jetzt nicht wissen, ob sie die Nacht überlebt. Und ich bin jetzt Sachen gepackt, ins Auto, 15 Kilometer weit in eine Klinik reingefahren. Ich wusste nicht, was mich da erwartet. Ich habe niemals einen Toten gesehen oder einen, sag ich mal, einer, der hinvegetiert. Ob ein Bekannter oder ein guter Freund oder eigenes Fleisch, also mein Fleisch und Blut, was da liegt. Und ich kam rein, hab mich direkt erschrocken so. Er war auch, sag ich mal, teils bewusst, hat er das wahrgenommen so. Was war denn genau passiert überhaupt mit dem Vater? Er hatte eine Leberzirrhose. Ohne Alkohol. Er hatte also in seinem ganzen Leben dreimal Alkohol getrunken. Also, hatte sich denn die Krankheit schon angekündigt? Ja, wir vermuten durch Hepatitis C damals. Er war 25 Jahre lang im Betrieb noch, also einmal krank gewesen und lag da im Bett richtig gelb. Und weil er arbeitsgeil war, sag ich mal so, er ging nächsten Tag ging geht er dein Akku leer. Arbeit. Wahrscheinlich war sein Fehler. Ja, also nochmal, um es nochmal klarzustellen. Information, der Vater lebt im Krankenhaus, war dann für dich schon doch sehr überraschend. Du kamst, bist du noch da? Ja, jetzt bin ich wieder da. Ja, also es kam für dich überraschend, du kamst in das Krankenzimmer rein und der Vater war wirklich sehr, sehr schwer krank. Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, ich stand vom Krankenbett, ich konnte erstmal nichts sagen, so wie ich da. So, boah, ich habe gedacht, das ist dein Vater und so dreckig hat es noch nie gesehen. Und meine Mutter hat, also meine Frau, die hat eine ganz andere Beziehung wie ich jetzt zu meinem Vater. Ging hin und sagte, ich bin Susi, deine liebste Schwiegertochter, das ist die einzige Schwiegertochter. Ne? Und dann, der grinste dann, ne? Der hat gesagt, also, er macht keine Regung mehr und dann plötzlich fing er an zu grinsen und dann war es wieder vorbei. Und dann, ja, im Krankenbett gestreichelt so, übers Gesicht mal und so und dann habe ich schon früher erzählt von den Urlauben und so. Ja, und dann sagte meine Frau, meinst du, der hört das ja, sag ich mal, erstmal. Und dann war ich schon als kleiner Junge fuhr man in Italien, Richtung Rimini, so in 70er Jahre. Und da habe ich als kleiner Junge immer einen Reifen gefühlt. So. Und da habe ich gesagt, war ich noch ganz klein, Reifen heiß. Und dann war mein Vater nachher und sagte immer Reifen heiß. Wie ich dies erwähnt hatte, da fing auch wieder an zu grinsen. Also irgendwie hat er doch was wahrgenommen. Hat er die Augen noch auf? Nein. Nein. Aber er ist dann verstorben. Ja, wir waren um 7:30, 8 Uhr da, abends, und das dauerte bis um 1:30. Und da hat ein guter Freund, der ist Pastor, mal gesagt, also manche Toten können sich erst verabschieden, wenn Bekannte oder Verwandte da sind, ins Jenseits gehen, oder manche können auch ohne Bekannte, also besser alleine gehen. Wann ist jetzt, wie lange liegt das genau zurück? 3 Jahre, und das verfolgt mich heute noch. Heute denke ich, ich kann jedem einen guten Tipp geben oder das sehr gut überlegen, ob sie sich antun sollen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was antun soll? Jeder sollte sich das überlegen, ob dieses hier jeder antun sollte. Was antun sollte? Das Hinvegetieren. Vom Vater oder Mutter, also engsten Familienkreis. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es immer nicht. Was Das Hinvegetieren, also... Ja, was hast du mit Hinvegetieren? Was meinst du mit Hinvegetieren? Das Röcheln. Mein Vater ist erstickt an Wasser. Ja gut, und du meinst, die Leute sollen sich überlegen, ob sie sich dann ans Krankenbett setzen sollen oder nicht? Man sollte sich vorher überlegen, ja, ob sie stark genug sind. Ich finde, das sollte man sich überhaupt nicht überlegen. Ich finde, das ist man verdammt nochmal den Eltern oder den Angehörigen schuldig, wenn sie sterben, dass man bei ihnen ist. Also vom... Also wenn mir das noch so... Ja, ist meine Schwester gestorben. Ja. An einem kleinen Gehirnschlag, kam in die Klinik und ich habe mit meiner Schwester Kontakt gehalten und sagte, ja, geht's schlechter? Ich sage, ich kann nicht. Ich war schon damals bei meinem Vater dabei. Ich sag mal so, du hast gekniffen oder du hast nicht den Mut gehabt, aber ich sage, ich nicht mehr.
Ja, Ralf, mag sein. Da sind wir anderer Auffassung. Ich finde, und wenn es mir noch so schwer fallen würde, dass ich das tun müsste für jemanden, der mir sehr nahe steht, weil man da nicht in erster Linie an sich selbst denken sollte, sondern an den Sterbenden und was für den gut ist. Und ich glaube, in der Regel ist es gut, dass jemand nicht alleine stirbt. Ich glaube, das kann man ganz allgemein sagen. Also gut, sind wir verschiedener Auffassung, aber du hast es so gesagt und ich danke für deinen Anruf. Ja. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Ja. Ich bin verbunden mit der 19-jährigen Sanja. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Sanja. Hi. Dein Thema. Ja, wunderschön, mit dir zu sprechen. Ja, ja. Dankeschön. Ja, du grinst mal wieder. Schön, geil. Für das Kompliment. Ja, bitte, bitte. Sanja, ja. Wie kommt das zu diesem Namen? Ist das eine Abkürzung? Nee, also ja. Ich hab mich noch nicht so genau gekümmert. Ich weiß nur, dass... meine Mutter hat mir das erzählt in Russland, dass ein Kürzel ist halt für Sandra. Mhm. Und in Jugoslawien heißt es wohl Lebensziel. Und dann ist eine super gute Überleitung zu meinem Thema. Mhm. Ja, erzähl mal. Heißt Lebensziel, also Traum eigentlich im Sinn von Lebensziel. So, jetzt habe ich es halt so ein bisschen esoterisch, finde ich. Also das ist dein Thema, ist Lebensziel, dein Lebensziel. Naja, eigentlich eher das Leben ist schön. Und also weil mein Lebensziel ist es, es schön zu machen. Also ich bin halt ein krasser Bruch jetzt zu den Leuten, mit denen du bis jetzt geredet hast. Mhm. Und zwar habe ich nicht von Leid und Tod und Schmerzen zu erzählen, sondern einfach davon, wie schön es eigentlich auch ist. Und ich bin gerade ganz nervös und das finde ich auch cool, weil ich lange nicht mehr so nervös war. Mhm. Das ist doch sehr nett, dass du über schöne Dinge auch mal redest. Wir reden in der Tat hier in der Sendung sehr oft über traurige Themen. Was ist denn das Schönste für dich im Leben? Oh, das Schönste für mich ist das Leben an sich. Weil du kannst in jedem kannst du Schönes erblicken. Also wenn du morgens aufstehst und, weiß ich nicht, alleine vielleicht bei, klingt vielleicht ein bisschen narzisstisch einfach, wenn du dich in den Spiegel blickst und denkst, hey, verdammt, ich bin immer noch ich und ich kann heute das Beste aus dem Tag machen. Mhm. Ja, und dann, weiß nicht, gehst du raus und gerade das Wetter lädt doch dazu ein, gut gelaunt zu sein. Es ist einfach so schön. Also ich wohne in Leipzig und muss nicht viele Berge fahren, sondern kann mich einfach auf mein Fahrrad schwingen. Und wir haben ja viele Leute, die so eine Lebenssichtweise haben, haben in der Regel etwas Schlimmes erlebt. Ist das bei dir auch so? Nein, überhaupt nicht. Das ist nicht so. Umso besser. Ne? Dass sie es wertschätzen können, meine ich. Ja, also die Sache ist, ich habe jetzt halt nicht diesen Bruch gehabt. Ich habe halt irgendwann so gedacht, sag mal, guck mal einfach auf das, was du hast. Guck mal auf das, was du hast. Darf ich fragen, was du hast? Also beispielsweise, du bist 19 Jahre alt, was machst du beruflich? Ich mache gar nichts beruflich, ich studiere. Und was studierst du? Ich studiere Gymnasiallehrer für Politik, also Gemeinschaftskunst und für Geschichte jetzt. Also mit dem Ziel, irgendwann Lehrerin zu werden? Ja, durchaus. Also es ist halt so, dass ich mir ein bisschen mehr vornehme eigentlich und halt mein einziger Traum ist oder mein Lebensziel, ist alle Wünsche, die ich habe, halt tatsächlich auch zu erfüllen. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Der Wunsch wäre sicher, einen tollen Job irgendwann mal zu bekommen oder einen Job, der dich befriedigt in dem Bereich, den du jetzt auch studierst und mit dem du dich beschäftigst. Was sonst noch so? Wie stellst du dir dein Leben in 10, 20 Jahren vor? Oh ja, das habe ich jetzt einer Freundin ganz süß erklärt. Und zwar ist es für mich so, mein Leben entwickelt sich in Abschnitten. Du bist mit 8 Jahren ganz anders drauf, als du mit 16 Jahren drauf bist. Dann bist du irgendwann 24. Hast vielleicht schon, also dann stelle ich mir vor, irgendwie schon so diese familiäre Schiene einzuschlagen. Mhm, ne? Mhm. Und dann halt... Kinder? Ja, schon. Wie viel? 10? Also weiß nicht, wenn mein Mann das mitmachen würde und wir ein schönes, großes Haus hätten und irgendwie ich das mit meinem beruflichen Ding, weil ich denke, ich möchte mich auch beruflich ausleben und nicht nur familiär. Ich bin nicht nur so ein Muttertyp, sondern halt auch. Aber ich weiß nicht, also ich bin Einzelkind eigentlich, das ist eine ganz schöne Sache. Mhm. Und zwar, also, du könntest dir vorstellen, ein Kind zu haben oder auch mehrere? Ja, keine Ahnung, eins, zwei vielleicht. Hast du ein Lebensmotto? Just do it. Mhm. Ja, also,
ist irgendwo geprägt durch Nike, ne? Aber durch was? Durch Neid? Durch Nike. Nike. Durch Nike? Nike. Just do it. Ich verstehe, ja, ja. You know what I mean? Jetzt verstehe ich das, ja. Ich, ja. Neid? Durch Neid ist das geprägt? Ja, durch Nike. Mhm. Nike, ja. Und ich weiß nicht. So ist das. Früher hatten wir so unsere Philosophen und Dichter, die uns das Lebensmotto gaben. Ich auch heutzutage toll, gibt Nike oder Adidas uns da die. Da muss ich jetzt mal ganz kurz eine These in den Raum werfen. Und zwar ist es doch so, dass die Werbeagenturen, beziehungsweise die Werber, die Kreativen von heute, die Werber, eigentlich unsere neue Lebensmotto machen. Ich bin das ist sehr schlimm. Das finde ich zu geprägt. Ja, das finde ich sehr schlimm. Ich finde es fürchterlich und ich finde auch, dass das nicht die großen Kreativen der Zeit sind, sondern die Leute, die am meisten Schaum schlagen. Aber jetzt mache ich mich wahrscheinlich. Hast du Friedrich Bischbede gelesen? Jetzt mache ich mich wahrscheinlich sehr unbeliebt. Sanja. Ja. Aber es ist dennoch schön, immer jemanden zu hören, der so positiv rangeht. Und ich wünsche dir ganz einfach, dass du auch so weiter drauf bleibst. Ja, und ich wünsche dir auch alles ganz, ganz Tolle. Ja. Dass du nicht dadurch, es ist so, dass wenn man, ich bin Promoter, ne? Ja. Und du, also halt nebenbei, es macht mir halt einfach Spaß, mit Leuten zu quatschen. Ja. Und dabei erlebst du aber auch ganz viel Leid. Mhm. Es kommt vor, dass die Leute dir aus dem Blauen heraus irgendwas, was weiß ich, was erzählen. Und darum kann ich ganz gut verstehen, wie das ist, wenn man mit Leuten redet, denen es schlecht geht. Und man sollte sich nicht von jedem Problem anstecken lassen. So kannst du den Menschen nicht helfen. Und ich weiß nicht, das möchte ich auch den Leuten, die jetzt mir noch zuhören, was ich ganz toll finde, dass Millionen mal Leute mir mal zuhören können. Du bist eine arge, du passt ja fast in das Thema morgen. Du bist sehr eitel, ne? Du bist eine arge Narzisstin. Nicht nur. Mhm. Ich habe noch mehr Seiten, aber das würde... Aber du redest gerne über dich. Hm? Aber du redest gerne über dich. Nee. Nee? Nö. Also, dann hatten wir alle jetzt, glaube ich, einen ganz anderen Eindruck. Ja, ich habe ja auch angerufen, um jetzt halt von mir zu erzählen. Ja. Im Prinzip erzählt ja jeder. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Liebe Sanja, Grüße nach Leipzig. Ja, danke. Genieße den Frühling in Leipzig. Oh ja, oh ja. Und ich wünsche dir, dass du deine Ziele, die du dir da gesteckt hast und von denen du träumst, dass da viel von wahr wird. Ja, da wünsche ich dir noch einen ganz schönen Abend. Alles Liebe. Lass dich nicht runterziehen. Dankeschön. Okay. Tschüss. Ciao. Heinz. 60 Jahre alt, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo Heinz. Ich freue mich, dass ich noch dran gekommen bin. Ja. Kurz vor Toreschluss. Na, das geht ja noch. Sehe sehr häufig deine Sendung und sie gefällt mir sehr gut. Vielen Dank. Ich möchte einiges sagen zu, glaube ich, der vier letzten Rednerin, also die vorher dran war. Die hat sich geäußert zu dem Thema soziale Hilfe, Damen, die Kinder haben und dann nicht arbeiten wollen oder arbeiten könnten und keine Lust haben und so in der Richtung. Ja. Ne? Jetzt möchte ich dazu ganz kurz was sagen. Da du hast da auch angeklungen mit, es gibt viele Leute, die bekommen Sozialhilfe, die können sich mehr erlauben als jemand, der arbeitet. Ne? Und ich möchte dazu sagen, aus eigener Erfahrung, ich bin krank, ja? Ja. Und bekomme aus dem Grunde, weil ich krank bin und jahrelang schon nicht arbeiten kann, ich war früher selbstständig, ja. Sozialhilfe, ja. Habe vier Töchter, die aber aus dem Haus sind schon. Und für die Kinder, die man hat, bekommt man das ganze Kindergeld von der Sozialhilfe abgezogen. Das heißt, der Sozialhilfeempfänger bekommt das Kindergeld nicht. Dann habe ich eine kleine Rente. Diese kleine Rente wird auch auf die Sozialhilfe angerechnet, das heißt abgezogen. Also bekomme ich weder die Rente noch das Kindergeld, sondern lediglich das Geld, was noch überbleibt. Das heißt, das ist ein Minimum. Und dann müssen wir noch Strom bezahlen von dem sogenannten Lebensminimum. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da Leute gibt, die größere Sprünge damit machen können. Ich kriege das über Jahre hinaus schon. So, Heinz. Du kannst sicher sein, dass es die Leute gibt und es ist gut, dass du angerufen hast, weil du nämlich zu denen gehörst, meiner Auffassung nach und sicher nach der Auffassung vieler Menschen, die wirklich das nötig haben. Du bist 60 Jahre alt, du bist krank, du hast ja gar keine anderen Möglichkeiten im Moment. Und ich finde eben, deswegen macht mich dieses Thema immer so wütend, wenn ich höre, dass junge Leute, die eigentlich arbeiten könnten, die sollen arbeiten. Ja, und die holen sich die Sozialhilfe ja auch auf eure Kosten. Das heißt, ihr, die ihr wirklich bedürftig seid, könntet ja eigentlich viel mehr bekommen, wenn nicht diese Parasiten in dem System drinstecken würden.
Da bin ich auch der Meinung. Ja, deswegen bin ich froh, dass du angerufen hast, dass wir diese Seite auch mal hören. Richtig, der Meinung bin ich auch. Wir dürfen ich will auf keinen Fall missverstanden werden, dass jetzt alle Sozialhilfeempfänger hier Schmarotzer sind, um Gottes Willen. Nein. Nee, so habe ich das auch nicht aufgefasst. Nee, ich wollte das nur klarstellen. Ja, so, ja, ne? Ja. Und dass, wie gesagt, es viele Leute gibt, auch Jüngere, denen man wirklich öfters mal auf der Arbeit mit der Nase draufstoßen sollte, ne? Die gar keine Lust haben und sagen, ich komme hin mit meinem Geld, ja. Wenn ich abends Fernsehen gucken kann und hab tagsüber meine Flasche, dann bin ich glücklich. Ne? So viele gibt's genug, Jüngere. Ne? Denen sollte man Arbeit geben. Aber hier, wie gesagt, ich finde das nicht in Ordnung, dass Sozialhilfeempfänger Kindergeld kriegt und die Sozialhilfe wird dementsprechend in der Höhe von dem Kindergeld gekürzt, beziehungsweise eine kleine Rente von 170 Mark wird von der Sozialhilfe abgezogen. Ja. Und Strom muss man auch noch bezahlen davon. Darf ich dich fragen, lebst du alleine? Nein, ich lebe mit meiner Frau zusammen. Mit deiner Frau zusammen. Darf ich dich fragen, wie viel Geld dir im Monat zur Verfügung steht? Ich bekomme vom Sozialamt knapp 400 Euro. 400, also 800 Mark, 400 Euro. Mit zwei Mann. Zwei Mann. Und davon lebt ihr? Ja. Das heißt, davon müsst ihr auch die Miete noch zahlen? Nein, die Miete ist bezahlt. Die ist dann schon eingerechnet. Das ging ja gar nicht, ne? Mhm. Das wäre ja überhaupt nicht möglich. Das heißt, ihr könnt über euch überhaupt keine großen Sprünge erleben. Nein. Nichts. Nein. Das ist so gerade eben, dass ihr hinkommt. Richtig. Und großen Luxusurlaub und so ist alles nicht drin. Ist nicht drin. Mhm. Ist das nicht besonders hart? Ich meine, du sagst, du warst selbstständig, hast dich ja mal gut verdient und hattest auch einen hohen Lebensstandard. Und da war ein Loch auf einmal. Zack, pleite gegangen. Nicht? Was hast du gemacht? Ich hatte Lebensmittel, Spirituosen und so weiter, einen kleinen Laden. Einen kleinen Laden, Und ist das nicht sehr schwierig, schwer das auch so zu verkraften, wenn man dann so abstürzt, auch finanziell? Man fühlt sich irgendwie auf einmal wertlos dann, ne? Obwohl man die Fähigkeiten hat oder hätte noch irgendwas zu machen, aber aus gesundheitlichen Gründen geht's nicht mehr. Wie lange beziehst du jetzt schon Sozialhilfe? Über 20 Jahre. Über 20 Jahre. Seitdem bin ich auch krank, ne? Und hat sich jetzt verschlimmert, die Krankheit und so weiter, ne? Und hast du das damals eigentlich bemerkt, als du dann aus deiner Selbstständigkeit rausgehen musstest und in die Sozialhilfe kamst, dass sich auch Leute von dir abgewandt haben? Dass man so im Ansehen auch sinkt, bei Verwandten, bei Freunden? Das ist auf jeden Fall so, würde ich sagen. Nur ich habe diese Leute gemieden und ich habe mir einen Bekanntenkreis aufgebaut, der zwar nicht groß war, aber der das respektiert hat. Naja, und das ist eben so, dass man so Leute auch hat und auch Leute hat, die einen ganz anderen Lebensstandard hat, die zum Beispiel ein Freund, der ist Professor, einer ist Arzt und so weiter. Ich hab wirklich einen solventen Kreis von Leuten, aber die verstehen das. Die verstehen das. Die verstehen das. Aber die Leute, die unter dem Level sind und die sagen, ich komme mit dem bisschen Geld hin, das ist für mich ausreichend, ich habe keine Lust zu arbeiten. Mit den Leuten suche ich gar keinen Kontakt, ja. Also erstens mal liege ich meistens aus Krankheitsgründen, ne? Geht nicht mehr. Was hast du für eine Krankheit? Ja, ich habe schwer mit den Knochen, also ich kann mich kaum noch bewegen. Ja. Lieber Heinz, schön, dass du durchgekommen bist. Und eben diese Seite auch angesprochen hast, ja, damit wir das so klargestellt haben. Da lachen wir am Herzen. Ja, unbedingt. Ist auch sehr richtig so. Wenn ich noch ganz kurz sagen darf. Bitte, ja. Ich finde das auch nicht richtig, dass Sozialempfänger, es das heißt Lebensminimum, ne, den Strom selber zahlen müssen. Das brennt mir so, schon seit Jahren auf der Leber. Ne? Heizung wird bezahlt, ne, aber Strom, das sind im Monat bei uns fast 100 Mark. Ne? Den müssen wir selber zahlen von der Sozialhilfe. Von den 800 Mark, die ihr bekommt. Ne? Ja, selbstverständlich. Ja. Das ist dann schon ein knappes Leben. Ja, ja, so sieht's aus. Lieber Heinz, dennoch wünsche ich dir alles Gute und alles Liebe. Und dir auch. Dankeschön. Und ich vor allen Dingen freue ich mich über die Sendung und sie macht mir ein bisschen Freude. Nachts die Stunde, die ziehe ich richtig rein. Und ich wünsche dir noch viele, viele Sendungen, so wie du sie bisher gebracht hast. Und viele Leute, die gestärkt hast und die Kraft durch deine Sendung bekommen haben, genau wie ich. Danke dir sehr herzlich. Lieber Heinz, auf Wiederhören. Tschüss. Das war's für heute. Liebe Leute, in der Technik Kerstin Klinger. Morgen heißt unser Thema Ich bin etwas Besonderes. Und ich möchte mit Leuten reden, die sagen, ja, ich bin wirklich etwas Besonderes. Ich kann etwas Besonderes. Ich tue etwas Besonderes. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ciao, bis morgen.